Schmetterlinge gehören zum Frühling und zu der Zeit natürlich auch auf die Fingerspitzen. Ich zeige dir jetzt mal, wie schön das aussehen kann. Wenn du deinen Nagel fertig vorbereitet und verlängert hast, trägst du das Julifin Laveni Pro Grundiergel auf. Lass danach im Dual UVA LED Lichthärtungsgerät Plus aushärten. Das dauert nur 60 Sekunden. Nun ziehst du eine dünne Schicht von dem Julifin Laveni Pro Fiberglasgel über die hintere Nagelhälfte. Mit einem Diamond-Fächerpinsel nimmst du dann etwas von dem Julifin Laveni Mermaid Glitter White auf und gibst ihn auf das feuchte Gel. Lass wieder aushärten und trage danach das Fiberglasgel Milky White auf die Nagelspitze auf. Jetzt modellierst du deinen Aufbau mit dem Julifin Laveni Pro Fiberglasgel, welches natürlich auch wieder aushärten muss. Entferne anschließend die Schwitzschicht und feile den Nagel in Form. Sobald du den Feilstaub gründlich abgebürstet hast, überziehst du das hintere Nagelende mit einer weiteren, ganz dünnen Schicht Fiberglasgel. Schneide das gewünschte Motiv von dem Julifin Flora Nailer Tattoo Nummer 17 aus und lege es ins Wasserbad. Sobald sich das Motiv vom Trägerblatt gelöst hat, positionierst du es auf dem feuchten Gel. Nach erneutem Aushärten überziehst du den Nagel mit dem Julifin Laveni Versiegelungsgel mit UV-Schutz. Lass ein letztes Mal aushärten und entferne die Schwitzschicht mit Cleaner. Findest du das Ganze genauso schön wie wir? Dann probiere es doch einfach mal aus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Deine Anna. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.